Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Let's Play Transformers Kampf um Cybertron, Vorgänger vom Fall of Cybertron. Und diesmal nicht mit David, mit Teshi oder sonst noch mit wem, sondern mit Dave. Oh yes. Hallo. Genau. Und dann fangen wir gleich an. Wir spielen hier auf schwer, wie man hier noch kurz sehen kann. Und ja, Kampagne und viel Spaß mit der Einleitung. Wo wir jetzt einfach mal ruhig sind. Genau. Der Krieg zeichnet Cybertron, die Heimatwelt der Transformers, schon seit Millionen von Jahren. Megatron, der Anführer der Decepticons, hat vor kurzem eine alte Macht entdeckt, die ihm einen Vorteil gegenüber den verhassten Autobots verschafft. Diese Macht nennt sich Dunkles Energon und befindet sich auf einer Raumstation unter der Herrschaft eines Decepticons namens Starscream. So erbittert kämpfen, wenn die Legenden nicht wahr wären. Lord Megatron, seid ihr sicher, dass es hier ist? Ich bin sicher, Mary Kate. Und wenn ich es finde, wird sich das Blatt endlich zu meinen Gunsten wenden. Lord Megatron, die Stabilisatoren versagen. Richtung beibehalten, Brawl. Nicht nachgeben. Unterlichtantriebe offline. Schäde bei 15%. Gesamte Energie auf Kanonen und Triebwerke. Volle Kraft voraus. Aber Sir, das ist Selbstmord! Noch jemand Einwände? Rammt dieses Kriegsschiff direkt ins Herz dieser Station! So, das war der Anfang und wir fangen natürlich gleich an. Oh, hat der erstmal hier wieder Steuerung zurechtkommen und so? Ja, ich hab seit dem letzten Mal Gold. Hier nur Gold, noch. Was ist? Ich bin gerade erstmal schön gebuggt. Noch voll auf Cybertron. Okay, gespielt. Das ist die Schild. Ach ja, genau, da muss man nur einmal drücken. Ach ja, es gibt der Doppelsprung hier noch, genau. Lol, hat keinen Sprint gehabt? Irre ich mich da? Ja, ach, nein, nee, das war die Autobot-Kampagne. Das hatte Brawl und hier kann man ja nicht so immer sprinten. Lol. Und down. Ja klar. So logisch. Ja, ja. So, und an die Stelle kann ich mich noch erinnern. Ich nicht. Doch, da kommen jetzt die kleinen Geschütze, wo man am Anfang erstmal eingeleitet wird. Und Starscream. Ich bin nicht Starscream. Ich bin Megatron, Anführer der Decepticons. Diese Raumstation gehört uns. Ergib dich auf der Stelle! Wer du auch bist, du kamst einen langen Weg, nur um unterzugehen. Ach stimmt, doch, an die Stelle kann ich mich wirklich noch erinnern. Und hier, vom Fall of Cybertron, wie man sie kennt, hier heißt die Fusionskanone oben rechts. Die heißt im neuen Sturmkanone und hier ist noch Fusionskanone, genau so rum war's. Hey, gab's hier nicht irgendwo Muni? Ah, da, wollte grad sagen hier. Genau, hier gibt es so Munitionsdinger, die kann man dann aufschlagen. Und hier, ach ja, genau. Wo sind die Verstärkungen? Hier. Okay. Hast du volles Leben? Nein. Nimmst du. Dürfte ich? Ja, du weißt. Lol. Es ist gar nicht da mehr. Du weißt ja noch mein Skill hier in dem Spiel. Ja, ja, meiner ist ein bisschen schlechter geworden seit dem letzten ach, Mal. Ach ja, genau, stimmt. Oh, scheiße. Ich kann ja hier noch gar nicht Ansicht wechseln. Sieh mal. Was denn? Lol. Ach, das war Steuerung und Shift, die zweite. Du gehst dahinter. Du darfst chillen. Ich darf sterben. Ja. Nee, darfst du auch nicht. Wenn du stirbst, dann wird's auch offline geschaltet, die Mission. Und wir müssen nochmal von Kontrollpunkt neu starten. Okay. Also, ich freue mich schon auf die Sprungpassage. Musst du... Hier. Brauchst du volles ja, Leben? Ja, weg! Du darfst es nicht zerhauen! Danke! Okay. Oh ja, das war mein Lieblingspart!
versteck dich irgendwo dahinter und geh nicht im Vordergrund. Schon hier. Also. Dolle kriegt keinen Schaden. Ah, jetzt ist er tot. Wollte gerade sagen hier. Nichts riskieren darf ich auch nicht. Ich hab gerade einen schönen DC gehabt. DC? Ja, ein Disconnect. Achso. Lol. Nice. Muss kurz hier hinterfahren. Ach ja, Doppeljump gibt's ja hier. Ich vergesse das immer wieder. Ach, und ich kann ja nicht sprinten. Alter. Ach ja, und der Grund, warum wir dieses Spiel hier spielen, ist, wir wollten einfach mit dem Vorgänger anfangen und nicht, also ich in dem Sinne. Genau, das war der einzige Grund. Weil ich wollte dann nicht mit Dingens gleich weitermachen in dem Sinn. Mit Doll, Fall, geht's da wirklich hin? Fall of Cybertron. Ne, da hoch nicht, aber da gehe ich hin hoch. Ja, Fall of Cybertron wollte ich nicht anfangen. Ich habe mir gedacht, komm, den Vorgänger hast du so gesuchtet, den musst du einfach spielen. Und den hab selbst ich gespielt. Ja, genau. Aber warte, lass hier diese Energiekügelchen aufnehmen. Die sind in der Kampagne zum Auffüllen da. Ja. Ja, ich hab schon voll mit meinem Absauger. Absauger ist so eine Fähigkeit, da kann ich Leben von den Gegnern entziehen. Wow, ich bin reingerannt. Aber nicht fuck, ich bin tot. Ich bin reingerannt. Nein, nicht. Nein. Man kann ja hier lol, auch wieder die haben. Das wusste ich nicht. Ja, passt schon. Tut mir leid. Das wusste ich nicht mehr. Ja, passt schon. Den muss ich nehmen. So was ein Kugi gewesen. Ah, da sehe ich was, das mir gefällt. Aber ich komme nicht hin. Überschild, siehst du es auch? Ja, ich weiß, wie es hingeht. Folge mir. Das ist beinahe zu einfach. Lol, ich habe gerade in der Wand gebackt. Lol, ich komme da nicht hoch. Nein, ich hab's verpasst. Egal. Wo ist denn das? Oh. Hab's. Total verpennt jetzt wieder. Meine ehemalige Lieblingswaffe und Bestwaffe, mit der verkacke ich gerade, naja. Oh fuck, das war die richtige Battle, kann das sein? Ja, nee. Hier geht's noch nicht so zur Sache. Also es geht schon ab, aber hier ist noch nicht so schlimm. Hier gibt noch viel, viel schlimmere Passagen. Ach ja, und der schlimmste Bug in dem Spiel ist wenn sich ein Gegner wenn sich ein Gegner transformiert, dann ja. Dann kann man ihn nicht angreifen. Ja, kann Damage. Man echt nicht. Leute, was ist da los? Ja, das ist ein Bug und der. Warte, lass den mich bitte. So, hier jetzt sieht man oben links. Aus. Nö, ich krieg ja. Oh Gott. Das ist übrigens wieder Chaos Spaltverbrenner. Im neuen Teil, nur halt ohne Splittergranaten und mit Haftgranaten. Also auch ein bisschen wie die Pulsarkanone. A4 Pulsarkanone. Kannst du benutzen, den Munition. Ja, ich brauch sie auch. Oh mein Gott. So. Ja, bei dem Spiel ist das halt ein bisschen ätzend oftmals, man kann nicht immer reden, weil wenn da irgendwer labert, ist oftmals sehr viel Story dabei. Das heißt, nicht wundern, wenn wir mal nicht reden, dann hört einfach mal auf die Dialoge im Hintergrund. Lol, das ist ein Sentry, Junge. Oh man, das weiß ich noch, als ich das damals den Trailer gesehen habe und das dann gehört habe mit dem Kommandoposten. Ich habe das so gefeiert dann, das Spiel. Nehmen wir mal das Überschild da hinten. Lol! Und wohlgemerkt, ich bin runtergefallen, du auch. Einstellung auf. Ja, ja, klar. Nein, ich nicht, ich bin hier. Oben. Hier ist eine Geschützstellung, ich glaube, ich nehme sie mir. Also, ich habe die Grafik auf ganz hoch gestellt. Ich auch, aber für Laptop halt. Man merkt hier, ja, die Grafik ist noch lang nicht so gut wie im neuen. Aber muss es ja nicht. Hauptsache, das Spiel macht Spaß. Das fehlt mir irgendwie im neuen. Du die rechte, bitte. Okay, das fehlt mir so im neuen. Im neuen Teil, dass es hier so wenig Geschütze und alles. Einfach gedrückt lassen, du killst sie. Ach ja, aber das ist sowieso das Geilste. Fickt euch. Das ist unendlich Muni. Lol, 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 lol. Ich griff von irgendwo richtig hart auf meinen Kopf. Ja, auf mein Cojones. Lol, da ist. Alter! Alter, langsam reicht's hier. Geh mal sterben, du Lümmel. Da oben ist einer.
Zensier nur alles, ja, ja. Ach, das war G abmontieren. Oh, scheiße, ich muss da raus. Guck mal, Simon, was ich jetzt in Hand habe. Hab ich auch schon. Ich saß da drinnen absichtlich erst. Okay, Waffe wechseln, also. Behalt sie noch. Nee, ich nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich zerstöre das irgendwie. So. Okay. Hier hoch. Brauchst du jetzt auch nicht mehr. Hier hoch? Ja, komm einfach hoch. Du hast Rakete im Abflug. Ach so, das war ja nicht schlimm in dem Spiel. Doch, ist es. Wenn du von zu vielen hier auf schwer getroffen bist. Ah, ich hab einen Bug. Ich hab einen Bug, Junge. Bei mir sind ganz viele Raketen gerade im Anflug. Bei mir ist kein Bug, sondern bei mir ist gerade Frame. Ich spiel gerade mit 7 Frame. Ja. Sehr schön. Ah, jetzt haben sie sich wieder davon. Ja, weil ich einen gekillt habe. Ja, oh. Ja, genau deswegen. Nein, eigentlich nicht. Natürlich, genau deswegen. Lol, guck mal, die haben die versklavt, was für Wichser. Sterbt. Kannst du alle töten, ne? Ich weiß, schau halt. Oh. Ui. Und bam. Zerstörst du auch gerade die Bodentypen da? Ach, die kann man gar nicht einsaugen, schade. Auf jeden Fall, okay, ich. Ja. Warte, ich zerstöre hier noch ein paar harmlose Nebencharakter. Mann, ich hasse es, wenn Frame-Einbrüche da sind. Egal. Oh, warte, hier ist noch ein paar von denen. Egal. Na, okay. Verwandlung hier nicht möglich. Ist doch schade. Super Gangnam Style. Weil hast du irgendwie schon zwei Waffen? Ja. Jetfire. Ich find den doof. LOL. Sag, was du zu sagen. Ja, laber auch. Ich habe gesehen, was dunkles Energon anrichten kann, Megatron. Es ist kein Spielzeug. Seine Macht ist unvorhersehbar. Es bringt nur Zerstörung. Du jagst mir keine Angst an, Jetfire. Ich werde das dunkle Energon nach meinen Wünschen einsetzen. Dann bist du ein kurzsichtiger Narr. Du wirst uns zerstören. Kleinen Witzschein hat angefangen hier. Auf Brawl. Der beteiligt sich nicht. Ey, du hast mich erwischt. Lutscher. Waffe. Hier ist Muni. Waffe. Ach scheiße, ich hab's zerstört. Warte, stopp. Wir haben die Kontrolle über diesen Stationsabschnitt erlangt und eure Operationsbasis errichtet. Scans zeigen, dass Starscream alle logischen Routen zum Dunkel-Energon-Reaktor gesperrt hat. Und wir haben keine Sternenkreuzer mehr, um einen Tunnel zu bohren. Ruhe! Es muss einen anderen Zugangspunkt geben. Wir müssen zum nächsten Stationsabschnitt. Megatron, ich habe ein nahes Datenmatrix-Zentrum ausgemacht, um alle Alternativrouten zum nächsten Behälter zu bringen. Oh, Granaten. Eure Einsatzteams. Ich hab sie auch gerade gesehen. Granaten. Warte kurz, ich brauche erstmal Leben. Und dann müsste noch irgendwo eine Waffe sein. Ja, du hast sie davor zerstört, das heißt, so viel wie jetzt dürfte sie nicht mehr da sein. Och, Döp! Hä? Kannst du mich umbringen? Nö. Lol, kannst du mal die Granaten hier aufnehmen? Diese müssten schon weg sein, durch mich. Granaten, auch. Willst du, EMP-Flinte? Oh ja! Vielen Dank! Bitte. Ich liebe EMP-Flinte. Ich nehme mich auch. Aber ich habe schon zwei. Du hast zwei geilere Waffen. EMP-Flinte zur Erklärung ist eigentlich wie der Dings, der Energon Harvester im neuen Teil. Nur ist die EMP-Flinte stärker, geht weiter und entzieht kein Leben. Aber vom Schießen her, wie es aufgebaut ist und so. Und auch von der Schuss, also Geschwindigkeit, Frequenz, ist es auch ziemlich gleich. Nur oder ich hoffe, wir finden noch einen Streuplatz. Wow. Ach komm, Neutronensturmgewehr macht sogar kalt. Streublaster kannst du haben, den mag ich nicht. Wo ist ein Streublaster? Den könntest du dann haben. Ich liebe Streublaster, Junge. Hey, du Lutscher, stirb. Ja, na also. Nette Waffe, die du da hast. Und stirb. Stirb. Ein saftigen Header kann man damit leider nicht verpassen. Ich hasse das. Mit was denn? Ich verpasse immer Header eigentlich. Du, warum klingt das unglaublich? Hilf mir mal bitte. Wieder BD. Du Lumpen! Was denn? Ich kann da nichts. Könntest du mich
fuck. Brawl. Wo ist dieser Lumpen-Brawl? Alter, der Typ ist doch scheiße. Alter, der steht da nur. Oh. Drückst du G? Ja, jetzt. Ich bin auch tot. Brawl ist zu dämlich. Alter. Normal helfen einem kommt schon auch in diverser Hinsicht. Wo ist denn der? Ach, hier sind wir wieder. EMP-Flinte. Juhu. Ich schau, was da hinten drin ist. Wo bist du? Oh, ich nehme lieber die hier. Oh fuck, die würde ich auch endgerne haben. Na, willst du ein Neutronensturmgewehr? Ich glaube nicht. Nein. Hallo, Lutscher. Ich nehme hier mal. Ja, das, die kommt einem vielleicht insofern bekannt vor, weil die ist so ein bisschen wie im neuen Teil die Orbitalpistole. Nur halt, ja, hier mit richtiger Zoom-Funktion, also fast, also eigentlich Sniper schon. Und ja. Hey Simon, mit der Waffe, das ist eigentlich meine Main-Waffe. Oh, Sheila. Was ist deine Main-Waffe? Meine zweite Main-Waffe, die du hast gerade. Echt? Ach, ich drücke jetzt. Jetzt drücke ich immer auf V wegen Schlagen. Okay, damals und ich immer ein bisschen defensiv, Junge. Du bleibst hinten! Du hast den Sniper! Lass mich ein bisschen vorrushen hier. Ah, ich sehe was! Okay, ich geh vor. Okay. Hab ihn? Lass mich mal kurz die Kugeln einsammeln, bitte. Dann beim nächsten Mal. Komm, Holz, alles, was du hast! Ich hab keine Muni mehr. Wow, okay, ich muss ganz kurz zurück. Boah, die geh weg, Simon, geh weg! Geh weg! Lol! Spring, das ist eine Granate! Oh mein Gott, ich hab so viel Leben. Hier wäre eine noch. Ich renn vor. Ich hab auch noch eine Granate. Warte, lass mich kurz das Zeug einsammeln. Ich hab keine Muni. Den Rest kannst du einsammeln. Oh yes, ich hab Muni wieder. Du hast Schockwelle, ne? Vergiss das nicht. Setz sie ein. Setz die Schockwelle mal ein, die ist nützlich. Hab ihn, ich hab ihn. Oh, hilf mir mal, bitte. Genau, hier sieht man es dann Notfall. Gib mir mal eine helfende Hand. Genau. Ach ja, was ich noch gar nicht gezeigt habe im Spiel. Natürlich gibt's hier auch Transformationen. Natürlich gibt's hier Transformieren. Ey, geh mir aus dem Weg. Ach man, das war... Warte, bitte kann ich... Lol, ich hab noch ein einziges. Sorry. Oh, noch eine EMP-Flinte nehme ich mal. Kannst du haben. Ah, oh, darf ich kurz... Scheiße. Ups, egal. Das, was ich gerade weggedrückt habe, ist nicht wichtig. Das ist nur, dass man hier... Oh, fuck. Diese Menschen, die hier sieht. Warum Menschen? Ich weiß nicht. Kannst du Money gebrauchen kurz? Nee, die kannst du haben. Verdammt geil, die Waffe hier. Beim nächsten Mal ist er tot. Fuck, so Junge, ich wollte deine Waffe nehmen, weil jetzt kann ich keine Header verteilen. Ich fahr mal hier so. Alter. Ich glaub, es ist wichtiger, dass ich überlebe, als sonst irgendwas. Ja, ist es. Scheiß auf Muni. Wenn du nicht überlebst. Was? Ja, kannst du machen. Ich glaube, wir müssen das Maul halten jetzt. Nee, müssen wir nicht. Einfach mit der Autogun reinhalten. Ja, die Autogun hier bei den Sperren ist richtig geil. Hier Leben? Brauchst du? Ach so, hier hast Leben. Du voll? Ja. Na gut, dann nehme ich's. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht. Sonst hätte ich Energon-Absorbierung benutzt, einfach. Wäre auch gegangen. Nein. Brauchst du Muni? Brauche ich nicht. Ja, ich brauche dringend Muni. Ach, da hätten wir noch mehr Muni. Total veraltet. Diese ganze Station wurde vor über 10.000 Jahren gebaut. Die Meistertechnologie. Wo willst du jetzt lang? Ach, geiler Ausblick. Lol, da fliegt einer. Siehst du ihn? Da fliegt so ein Gelber. Geil. Ich stelle mich mal so dezent immer an die Seiten. Nee, da kommt noch keiner. Ich habe die sehr lange nicht gespielt. Jetzt kommen dann gleich die Brutes. Oh Gott. Ja, komm, Brutes.
auf schwer sind die gar nicht mal so einfach, ne? Aber hier das Spiel ist im Vergleich zu Fall of Cybertron Pipifax, weil Fall of Cybertron ist... Oh, boah, das ist so krank. Ah, ich brauch den! Warte kurz, ich brauch kurz den Würfel. Sammeln. Aber jetzt wieder ruhig. Dann wieder... Genau, auch wenn ihr so weit gekommen seid, das dunkle Energon bekommt ihr nicht. Starscream, deine Verbitterung ist unnötig. Ich weiß, dass du einst der Anführer der Seeker warst und dass du verraten wurdest. Mit dunklem Energon werde ich Cybertron zu seinem ursprünglichen Ruhm verhelfen. Und dir zu deinem. Wenn du mir dienst. Das ist Wahnsinn! Niemand kann das dunkle Energon kontrollieren! LOL! Was denn? Es hat sich hinter dir eine Tür aufgemacht. Nein! Oh Gott, ich bin tot, Junge! Du auch? ich weiß aber, wo ich schnell Leben herkriege. Ich versuche dich zu retten, okay? Bro, geh mir aus dem Weg, geh mir aus dem Weg! Ich komme! Schnell! So schnell wie es geht! LOL, scheiße, ich bin drüber geglitscht. Ja, jetzt bin ich tot. Und down. Naja. Fuck, ich bin drüber geglitscht. Ah, sorry. Ich habe gerade meine Leben aufgefüllt gehabt hier an dem rechten. Oh, rechts. Nochmal die ganze Zeit. Wo gehen wir hin? Sequenz. Schau mal, Simon. Wir haben die Holokarte lokalisiert. Ich übermittle jetzt die Daten. Ach, scheiße, bin ich zu blöd. Auch wenn ihr so weit gekommen seid, das dunkle Energon bekommt ihr nicht. Starscream. Deine Verbitterung ist unnötig. Du kannst Fahrzeugmodus machen und... Das bringt viel. Doch, natürlich, schau mal, ich komme bei... So auch nicht einfach rüber. Ich muss schon Boost auch anmachen. Aber bleib da hinten. Lol, das hat eben nicht funktioniert. Ach ja, und du kannst auch, Boost, springen und dann Shift auch noch. Warum Shift? Passrolle. Ja, stimmt, die Barrel Roll. Ach ja, hier. Ach du, hinter dir. Komm zu mir. Schau nach da hinten. Und jetzt mach STRG. Mach STRG. Hilfe! Oh, mach doch STRG, wenn ich's dir sag. Geh. Du musst schon das auch machen, wenn ich's dir sag. Was? Ah, ach, das Schild ist all. Okay. Nein. Okay, jetzt hab ich's. Hier ist Muni. Gewesen. Ja, tut uns leid. Die sind aber auch schwer auf. Alter, was willst du? Du bist schuld. Ach, weißt du was? Ich geh jetzt da hinten hin. Ich würde da auch hingehen. Ah, da hinten ist glaube ich schlauer. Alter, ich folge gerade nur dir. Ja, nee, bleib da hinten. Wenn du mir das ist Wahnsinn! Niemand kann das dunkle Energon kontrollieren! Komm lieber hierher, wo ich bin. Komm zurück, Junge! Okay, und jetzt könnte ich Leben brauchen. Okay. Entziehen. Okay. Das Entziehen wohl doch nicht so stark. Alter, unten sind neue Würfel für dich. Hey, hier sieht man, wo ich verschielt habe. Guck mal. Okay, warte, lass mich snipen. Da fliegt. Sind hier noch Gegner? Ja. Ja, so. Hast du ihn? Ja. Lol, oben. Von oben. Ich krieg richtig auf den Sack hier. Ich brauch einen. Fuck, wer hat sich das geholt? Nicht, was denn? Ich brauch so einen Energiewürfel. Ja, sorry, muss ich nehmen. Da waren zwei. Den anderen hast du am Anfang gesnackt oder ich? Nein. Gerade nicht. Jetzt kommt der Brute. Ja. Aufpassen. Okay. Den hol ich mir, Junge. Oh, hinter dem er herläuft, einfach schon. Weglaufen, ne? Einfach nix dergleichen tun, einfach nur weglaufen. Genau. Hast du's? Ja. So, und ich jetzt. Bin gut.
Raum sterben. Der stirbt, der stirbt! Ja. Ich habe ihn in den letzten verpasst, ich bin gut. Ohne Scheiß. Langsam könnte ich echt einen Energieteil gebrauchen. Ja, die liegen da hinten 100 pro. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wie lang noch die Mission noch ist. Ich würde sagen, pro Part eine Mission. Also werden es halt lange Parts. Also bitte. Okay, brauche nicht. Alten haben spezielle Behälter gebaut, um das dunkle Energon in jeden Winkel Cybertrons bringen zu können. Komm. Ja, down. Stirb. Ja, lass mir das nicht angreifen da. Der konnte das nicht überleben. Nee. Jetzt kommt die schöne Brücke hier. Okay, da links muss man reinspringen. Ja. Und genau, und hier hole ich mir gleich noch ein Secret. Wo war da ein Secret? Das zeige ich den Zuschauern. LOL! Simon, Hilfe! Mensch! Der hat mich da reingeschubst, der Lumpen! Oh Mann, Dave. Alter, ich kann nichts dafür, diesmal ehrlich. Ja. Ja, stimmt, hast du recht. Ja, Mensch, Simon. Ja, ich weiß. War irgendwie klar. LOL, pass auf! Da kann man drauf gehen bei. Ja, ich weiß. Und das Geile ist, ich hab's in Kampagne hier in Singleplayer ohne irgendwie auch nur Damage zu kriegen durchgeschafft. Ja, weil du es am Anfang auf leicht gespielt hast. Nein. Doch, hast du mir erzählt. Ja, ich meine ja auch nur. Wo willst du? Ach, das musste man zerschießen, ja? LOL. Ich wollte gerade wie Minecraft sneaken. Dann mein... Was haben wir hier mit Rundsturmgewehr? Will niemand. Auch ich. Oh, lol. Granaten. Oida, das gibt's ja nicht. Simon, du musst mich im Flug wiederbeleben. Nee, ich weiß, wie man da hinkommt. Alter, mach hin, ich hab noch 300. Oh, Alter. Wenn du auch zu dämlich bist, du musst es erst abschießen und dann... Ich hab's ja gemacht, aber ich glitsch da immer runter gerade. Okay, hier ist das Secret. Hier hinter ist normal ein Autobot-Zeichen, aber ich hab die schon alle. Also, hier hinter Autobot-Zeichen. Da hinter der Mauer, hinter der Wand ist normalerweise ein Autobot-Zeichen. Aber ich hab die Autobot-Zeichen schon alle. Deswegen sehen wir die jetzt. Ich dann auch schon. Oder was hier? Nee, hier hinten ist es. Und über mir. Damit ihr den auch mal seht. Lol, ich bin runtergefallen, ja, aber ich hab's gesehen. Ham. Simon, ach, werden die auch angezeigt, wenn man sie schon alle hat? Autobahnzeichen. Was? Wofür braucht man die Autobahnzeichen? Für Skill, keine Ahnung. Ich glaube für gar nichts, einfach nur. Klar. Oh ja, ach, nee, die werden ja nochmal angezeigt, weil ich sie in Dingens. Hier ist deine Energon-Kampfpistole. Oh. Weil ich sie in. Ich glaube, es kommt eine Filmsequenz. Ja, da ist eine Kampfpistole, du Dödel. Ihr musst halt mal ein bisschen rumschauen. Lasst beieinander bleiben. Oh, hier ist sie. Ja. Nee, hier ist beieinander bleiben ein bisschen dämlich. Nicht so. Doch. LOL. Hä, was kann denn der so schnell schießen? Wer lacht denn da so schwul? Ach das stimmt. Sniper. Lass mich. Ich kann ja snipen. Angeblich. Und das nicht nur angeblich. Du weißt, dass ich mal einen 30er Killstreak nur mit Snipen und nur Headshots geschafft habe in Schlucht. Meiner waren 27er. Tja. Lol, Brawl, geh mal aus dem Weg. Heady für den und ein Heady für den. Warte, da konnte man irgendwie hochgehen. Ach ja, hier ist ja die Fähigkeit. Da ist irgendwo noch einer. Ach so, kommt man nicht. Dammit. War irgendwo noch einer. Hat gerade schön anvisiert gehabt, der Typ.
So, bin schon oben. Hey, ich bin zu blöd dafür. Lass weitergehen, komm. Ja, ja. Ich will das Let's Play doch nur in die Länge ziehen. Ja. Okay, das war nicht geplant. Natürlich. Das kann ich mich noch gut erinnern. Ja. Wow. Okay, das war nicht witzig. Das ist echt nicht witzig. Er ist hinter mir noch, ja. Nee, hinter mir jetzt, weil ich ihm so viel Damage gemacht habe. Und pam, er stirbt. Jetzt musst du ihn machen, jetzt musst du ihn machen. Habe ich. Ja, perfekt. Nimm du die, seine Coins, ich habe schon alles. Ich brauch sie, ich habe ja vorhin einmal meinen Fail, das Teil der Fail aktiviert. Ach ja, und bitte da nicht reinspringen. So wie ich, aber ich habe Überschild, da hält man viel, viel mehr aus. Normal, wenn man da unten drin ist, ist man tot. Ich weiß, One Hit. Mhm. Okay, die machen auch im Kreis noch ziemlich Damage. Ja, Damage schon. Genug dunkles Energon produziert wurde, benutze ich diese Behälter, um. Oh Gott. Bitte, 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 bitte. Bau dich auf, Brücke. So. Alter, warum. Okay, den Part hier kenne ich gar nicht mehr. Nicht? Ich schon. Also die Brücke hier danach nicht mehr. Denn davor kannte ich noch. Da müssten jetzt die komischen Seeker dann oben kommen. Yes, die Seeker. Oh, die sind einfach. Sperren wir Brawl aus. Ach, oh, scheiße, hier ist er wieder. Die waren in Eskalation so nervig. Ich kann mir hier übrigens auch mal spielen. Hier die Eskalation. Klar, gerne. Ist ganz geil. Das dunkle Energon wird mir gehören. Mimi. Der ist so ein Angeber. Kleiner Sack. Boah, du hast gerade einen Ständer. Wie es aussah, wenn du die Pistole so nach oben hältst, hast du einen Ständer in der Hand gehabt. Ja. Oh, ja. Alter. Der zieht sich zusammen, schau mal hin. Ja. Ja. Nein, jetzt kommt der Sprungpart, den ich gar nicht kann. Okay, jetzt bräuchte ich. Okay. Cybertron. Das da hinten übrigens ist Cybertron. Das nicht kennt. Stimmt, Aerial Bots. Seeker sind die Decepticons. Aerial Bots sind voll geil. Weil deine Mom einer ist. Die Decepticons gewinnen das Spiel. Lol, was ist das denn? Ein Typ, der dringend einen Header braucht. Echt? Lol, der Typ glitscht da wo. He is glitching away. Komm, stirbst du jetzt? Ah, yeah. Hey, komm mal hoch zu mir. Da ist ein Überschild für dich. So, erstmal bräuchte ich. Ach komm, stimmt. Komm einfach hoch und hol dir. Ich kann nicht, ich bin tot. Alter, ich bin sowas von tot. Der tötet dich nicht. Wo bist du? Oben. Muss einfach den Weg entlang gehen. Ja. Alter, die halten so viel aus, wenn die in der Phase sind. Neue Muni-Packung wäre mal geil. Ach ja, und da hinten ist noch ein Autobot-Zeichen. Das brauchte ich noch. Das hatte ich noch nicht. Gut. Mir egal, was es war. Finde deinen Weg hinüber. Die Holo-Karte zeigt keine Schäden in diesem Bereich. Jetzt machen wir hier mal, einfach mal, um das Spiel noch mal ein bisschen anzusprechen. Jetzt lassen wir hier eine Brücke, oder in dem Sinne, ja, in dem Sinne der Brücke hier so herfahren. Damit wir darüber jumpen können und da hinten weiter spielen können. Und die Brücke sieht irgendwie lustig Verrecke. Aus. Oh geil. Oh, schönen DC gehabt, erstmal wieder runtergefallen. Ja, ich habe Telekom Internet. Erklärt es das? Nee, 1 und 1 wird's mehr erklären. Komm, lass einfach rushen, scheiß auf die Typen. Nee, wieso rushen? Rushen ist dämlich in solchen Spielen, finde ich. Die Russen. Genau, nicht die sick. Doch. Insofern. Jetzt kommt der hässlichste Teil von Spring. Ach Schmarrn, der ist ganz easy. Und ich tot. Ich hab so verkackt. Echt? Ja. Kannst du's nicht? Jump'n'Run ist ganz easy. Mal mindest. Da musst du einfach durchlaufen, okay? Da sollen dich die Gegner nicht stören, tun sie mich auch nie. Erst wenn wir dann den Raketenwerfer haben, dann kannst du dich um die kümmern. Alter, jetzt nerven die!
Was geht denn? Fast alles, was Beine hat. Ach, scheiße. Ich muss langsam echt Waffe wechseln wieder. Ja, klar. Ist runtergefallen? Aber nicht per Absicht oder sonst noch was, sondern ich bin fast, man super. Könnte schon fast sagen, runtergeklitscht. Super, ich darf wieder hochgehen. Das Energon zeigt. Sie sind nicht erst vor kurzem entstanden. Ich kenne aber keine Waffe, die das hätte anrichten können. Warte, ich muss mir unbedingt das Überschild holen. Ja gut, du kannst ja dann gleich das Ding hier drücken. Ah, warte. Geil, Munition. Ey, drück mal das Ding bitte, schnell. Alter, ich hol mir erstmal mein Überschild. Mann, ey. Dann drück ich schon, keine Angst. Hatte ich schon vorgehabt. Alter, ich bin doch schon da, Das musste ich selbst machen, schau her. Ja, wenn du jetzt irgendwann mal auf YouTube kommst, dann disliken dich jetzt alle, deswegen. Keiner mag dich mehr, weißt du? Das ist jetzt schlecht für dich. Gut für jetzt mich. Jetzt rasch du gerade aber vor. Ja, die Gegner. Ich hab grad Bock, die zu schnetzeln. Ja, du kannst ja dabei besiegen oder so. Ich geh auf jeden Fall Gott. Jetzt. Okay, der ist fail generiert, der Gegner. Alter, fick dich. Geh einfach weg. Da ist immer die Waffe drin. Nervig. Aua. Hier bist du schon vor. Hui. Aua. Ich komm mal. Leute, hier ist ein Aerial Bot. Ja, ich sterbe nämlich gerade. Noch lebe ich. Ich höre gerade weit im Hintergrund, wie bei meinem Bruder drüben im Zimmer das Telefon läutet. Ich habe den leisen Verdacht, jemand möchte etwas von mir. Alter. Lass mich doch dahin, danke. Ich sag's, über den Part bin ich in Singleplayer mindestens dreimal verreckt. Mindestens. Ach komm, leck. Hilfe gebraucht, ne? Ich bin schon unterwegs, aber noch schneller geht nicht. Ja, nee, ich mach's dir nur so als Information, damit du weißt, dass du dich am besten nicht ausruhen solltest, weil ich tot bin. Ich renne schon. Aber. Noch schneller kann ich nicht zu dir kommen gerade. Ich bin fast da. Ich sehe den Aerial Bot nicht mehr. Ah, da. Er ist da und ich auch. Jetzt stirb endlich. Alter, das haben sie in Fall of Cybertron haben sie das viel fairer geregelt. Du hast wieder volles Leben danach. Du wieder belebt wurdest. Ach ja, da tot. Oben. Ich wollte gerade sagen. Autobot-Zeichen. Wo? Ja, habe ich schon zerschossen. Ich snipe. Aua! Jetzt fick dich. Scheiß Tower. Oh Gott. Rush rein. LOL. Nicht der Part. Nein, nicht der. Na, nicht die Gegend. Geh du irgendwo dich verstecken. Ja, das sind Sniper. Lass den Pro-Sniper mal machen. Hätte ich einen Nullstrahl, ne? Würde ich jetzt einen Headshot nach dem anderen verteilen. Okay, von links, komm alle unten. Aua. Die ist im Gesicht explodiert. Oh Gott. Ich muss irgendwie hinter zum Energiedingens. Ich kann Angst. Okay, oh Gott. Gib mir deine Lippe. Danke. So, und jetzt. Ich brauche Muni. Der Blut ist auch schon da. Hättest du mal ein bisschen Munition für mich? Es wäre sehr nett. Nee, leider nicht. Ach, scheiße. Fuck, mein Überschild ist jetzt weg. Ich hab keine Ahnung, woher der Damage kam. Lass ihn Blut mal kommen. Alter. Lass ihn doch einfach chillen hier runter. Ja, komm. Lutscher, komm. Komm schon, Chupa Chups! Frag mich nicht, was der immer labert, der ist irgendwie in seiner eigenen Welt. Er ist immer so. Dann solltest du noch killen jetzt, komm! Ja, wie denn? Warte. Ah, geh kaputt, aua!
Ich hab ihn schon angeschossen, hab keine Angst. Boom Headshot. Alter, ich hätte dich auch jetzt so schön verrecken lassen können. Du bist aber ein Assi gewesen. Wir nehmen hier gerade auf. Du kannst nicht so sein wie immer, wenn du. Wenn wir. Ja, ich hätte dich auch nicht verrecken lassen. Dunkles Energon ist dafür verantwortlich. Diese Narren wussten nicht, wie man es kontrollieren kann. Nein! Doch, ja. Jump'n'Run. Oh, das war mehr als nur brauchst knapp gerade. Leben? Alter, ich bin tot. Hilfe! Dann nimm das Leben. Ich bin unterwegs. Ich bin nämlich auch gleich tot, aber ich kann eventuell mich dann noch heilen. Komm, jetzt musst du sie killen. Ich kann gar nichts machen. Alter, das. Wie denn? Ach, super, keine Munition. Stirb. Finde ich hier geil, hier hat man keine. Ziele. Alter, langsam ist echt nicht witzig. Ich habe keine Munition und soll hier ganz. Und wenn. Und da könnt ihr euch dann vorstellen, wie schwer das dann auf schweren Fall of Cybertron wird. Ist dann noch eine Nummer größer. Ich habe ihn erwischt. Alter, zum Glück. Nein, da kommt der nächste. Komm vor. Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Und ich keine Leben mehr. Unter dir ist ein Aerial Bot. So lange. Scheiße, ich wollte gerade. Du musst jetzt töten, ich habe keine Muni. Alter. Jetzt renn. Ich weiß nein. Ja nicht wohin. Wo geht's nein. Dahinter. Ich habe hier Leben. Ja, snack sie dir halt nochmal. Ich brauchte sie, Junge, ich habe. Schon, dass dein Anführer nicht im Stich. Alter, ich bin doch schon wieder da. Hier die ganze Zeit deine Wiederbelebungshure. Da kann ich ja nichts dafür. Scheiße, ich brauch Munition. Fick dich. Alter. Kannst du irgendwie Schildbarriere machen, bitte? Wäre sehr nett. Ich habe nämlich auch keine Leben, danke. Okay, und jetzt beweg dich nicht. Alter, hüpf mir nicht im Bild rum, bitte. So, jetzt. Snack ich. Den letzten bitte lassen, den letzten Raketenschützen, okay? Den da hin. Alter. Ach, das war ich nicht. Ernsthaft. Hat sich schon erledigt. So macht man einen Header auf 1 Meter. Oh, komm, Aerial Bots, ey. Auf die hab ich Bock. Ach, du auch. Okay. Auf die hab ich richtig Bock. Aber mir ist aufgefallen, dass sie mit meiner Waffe eigentlich recht gut zu machen sind noch. Ist aufgefallen, dass mit hohen Sturmgewehr für die Waffe scheiße ist. Mit Sturmkanone man leider nicht so stark und so gut trifft. Also Fusionskanone. Okay, also da eigentlich recht ausgeglichen. Ach ja, und ich habe überschild. Alter, warum ist jetzt das Leben? Warum hast du es gesnackt? Hab ich nicht. Ging LOL. Das ist gerade ein Leben einfach so verschwunden. Rost Muni, dann sammelt das Ding auf. Worauf schieße ich zuerst? Auf was du zuerst schießt, ja. Darunter, habe ich gehört. Und da hinten ist gleich mal Überschild für dich. Vielen Dank. So, meine Granaten. Ja, kannst du haben. Munition könntest du nehmen diesmal. Okay. Noch annähernd genug. Ja, klar. Den Aerial, den hole ich mir. Den geht. Mann, das wird ja gleich so schreckhaft wie Dead Space, oder? Geil! Oh Gott! Nein, nicht der Part! Ah! Ich das hasse! Alter! Ich mochte das. Da hätte man mich vorwarnen sollen. Aber ich find's lustig mit dem Wegbrechen. Mann. Ach ja, und hier hinten ist wieder so ein Autobot-Zeichen. Ich bin da jetzt extra hingegangen aus meinem Skill, um euch das zu zeigen. Wo ist das Autobot-Zeichen? Hier, wo Brawl und ich sind. Oh, lol. Hab ich gerade Damage bekommen? Warte. Lass mich da durch. Nein, ich warte hier. Lol, ich hab denselben Weg in Singleplayer auch genommen. Ach, danke, aber du musst leider sterben. Tut mir leid. Ich konnte nicht anders. Er hat mich angeblinzelt. Mein Kill. Ich angeblinzelt. Ich konnte. Nein, nicht der okay, Part. Oh ja, da wird's schwer. Wenn das ist. Mhm. Genau, Starscream. In echt. Also in. Überlebt und diesen Ort erreicht. Du wirst schon bald lernen, Starscream.
dass ich bestimme, was möglich ist und was nicht. Wachen! Haltet ihn auf, während ich die Überreste des dunklen Energons zerstöre! Warte kurz, muss ich noch einen Schluck Spezi nehmen. Ich hab grad Eistee gesoffen. Geh schon mal vor. Darf ich Schleichwerbung machen? Was? Darf ich Schleichwerbung machen? Paulaner Spezi ist nicht der Beste. Nein, ich meine ja nur. Ich fänd den End geil, aber. Warte, ich versuch's auch. Ha, geschafft. Das war ein Header. Alter, jetzt verzieh ich bitte. Lol, ich hab ein neues Überschild bekommen. Ja, ach. Den habe ich dir extra jetzt aufgemacht, weil du ihn nie gesehen hättest. Du standst genau davor, du Dödel. Oh, ich falle rum. Das war ein Header. Ach, Sentry, verzieh dich. Das Sentry? War ein Header. Die Muni ist nur knapp bei der Waffe, die ich gerade verwende. Der einzige Nachteil. Das ist die Hammer geil. Hey, da hinten wäre hier so ein Safe-Ecke gewesen übrigens. Simon. Ja, ja, ich weiß schon, aber der dich der musste Sentry. Ich jetzt. Die musste ich damals benutzen. Lass einen Pro-Sniper ran. Ja, ja, wenn du nur wüsstest. Ja, du bist noch mehr Pro, ich weiß schon. Alter, wieso hab ich. Ach, ich hab mich die ganze Zeit selbst abgeschossen, na danke. Bro-like halt. Oh Gott. Nicht witzig. Nee, wirklich nicht. Lass die Grenade drin. Geh weg! Hier ist Muni. Ach, ich brauch die Muni. So da. Hab voll erwischt. Okay, guck mal, welche Waffe der hat. Ja, ach. Schnell, hilf mir. Und bau Barriere auf. Schnell. Doch nicht da. Hinter dir ist auch noch einer. Beeil dich. Oh mein Gott. Ja, okay, das können wir, glaube ich, vergessen, oder? Das können wir vergessen. Ich komme hier nicht weg. Doch, warte. Wie lange hast du noch? 400. 350. 300. 250. Fuck, ich schaff's nicht mehr. Er hat mich gekillt. Fuck, das war knapp. Das war richtig. Am Ende hab ich den einen nämlich gekillt und die Kanone bekommen. Na, ich hab die Schildbarriere gefällt. I'm sorry, bro. Ah. Da hinten war sowieso noch einer, der hat uns dann sowieso noch mal übel zugehört. Hey, wir müssen sehr defensiv spielen, habe ich gehört. Simon. Defensiv. Da war hinten so ein Munitionsdepot. Da war Muni drin, da müssen wir unbedingt hingehen. Da können wir nicht um die Ecke gehen. Ja. Sauer. Oh, ich brauch Muni. Lass mal hier snipen. Joel, Simon, rush weiter. Du siehst ja, wo die ist, oder? Da. Ja, ich weiß schon. Ah. Du sagst, er hat dich angeblinzelt. Der hat nicht mal Zeit dazu. Hamin, Simon, hol dir die Kanone. Ich cover dich. Du hast sie! Ja. Komm, geh drauf. Und Leben von dem krieg ich auch noch nicht mehr, aber. Schnell! Boah! Alter! Ich hab ihn geholt! Ich hab ihn geholt! Mein Leben noch, Alter! Ich muss ihn am Ende mir auch noch holen. I'm sorry. Ja, du musstest das, weißt du, wie groß mein Leben ist? Der schießt hier irgendwo hin! Das war ein kleiner Pixelstrich. LOL! Was denn? Hier ist mehr als nur ein Autobot. Ich bin tot. Nein, du stirbst nicht. Oh, das ist knapp gewesen. So, das ist aber auch das Ende der Mission. Hier. Leider eigentlich. Hilfe noch. Hier kannst du, siehst du, wo ich bin? Ich hab nicht mehr viel Leben. Ich auch nicht mehr. Okay, gut.
Ich habe sie alle abgehalten, habe ich das Gefühl. Simon, du weißt, was zu tun ist. Ja, ja, da war ich jetzt nicht dabei. Egal. Psst. Voll geil. Was? Voll dramatisch eigentlich. Nein! Niemand kann dunkles Energon kontrollieren. Es beherrscht und zerstört alles, was es berührt. Ich bin der Herrscher. Ich bin der Zerstörer. Ich bin Megatron. Egoist. Mein Überschild ist komplett neu aufgeladen. Ja, meine auch. Holst du dir hier nicht die Muni? Für die... Nö. Hier ist Ionenverdränger? Komm. Sterbt einfach alle. Leider kann man das nicht immer machen, sondern nur wenn halt sowas dran steht. Wäre viel zu episch und OP. Und der wird aufgespielt. Nicht mal. Leute, wir kriegen von hinten Schüsse ab. Ach, Brawl ist nur zu dumm zum Schießen. LOL, was macht Brawl denn bitte? Ach, der lebt noch. Der lebte da noch einer. Ja, am Boden, der auch noch. Ich dachte mir gerade, was macht... Diese große Tür, du bist tot. Und Kamehameha. Ich bestimme über das dunkle Energon. Durch mich allein wird Cybertron wiederhergestellt. Es ist zu instabil, Megatron. Der Einsatz dieser Kraft gefährdet unsere gesamte Welt. Zeigt es mir, Megatron. Lehrt mich, das dunkle Energon so zu nutzen, wie ihr es tut. Dann diene ich euch. Und was kannst du mir bieten, das ich mir nicht einfach nehmen könnte? Nichts. Der Vorrat an dunklem Energon auf dieser Station ist fast verbraucht. Ich weiß, wie man mehr herstellt. Es gab mal eine Energon-Brücke, die diese Station versorgt hat. Ich weiß, wie man sie wieder verbindet. Verräter! Vita Prime wird das erfahren! LOL. Sollen Thundercrack und Skywarp ihn zurückholen? Lord Megatron? Nein. Schleimer! Ich will, dass der Anführer der Autobots weiß, dass ein Untergang naht. Wenn die Station online ist, kann mich nichts mehr aufhalten. Flieg los. Ich liebe die Musik im Hintergrund. Okay. Geh mal deine leise, aber. Ich habe volle Lautstärke-Headset, deswegen. Ja, ich kann es nicht weiter aufdrehen, weil sonst würde mich und dich nicht mehr hören. Ja, genau. Und da, jetzt danke ich euch fürs Zusehen. Erster Part. Dann bald zweiter Part. Treibstoff des Krieges. Hier. Oh ja, den machen wir. Auf schwer natürlich. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Ja,